Hallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer Nightmare from the Deep, der Gesang der Sirene. Und an dieser Stelle mal vielen Dank an Dario K. Für den guten Tipp. Allerdings muss ich sagen, der erste Teil, ich weiß nicht, was da passiert ist, ist aus meinem Big Fish Account verschwunden. Ich kann es auch nicht mehr nachkaufen und finde es sehr schade, weil das verfluchte Herz war natürlich damals ein richtig, richtig gutes Spiel. Tolle Geschichte und tolle Filmsequenzen. Leider müssen wir jetzt erstmal mit dem zweiten Teil einsteigen und ich versuche noch den ersten Teil irgendwie auf CD zu bekommen. Ich habe natürlich vorhin gleich mal geguckt, wo es das eventuell noch zu kaufen gibt. Sieht gerade wirklich schlecht aus. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht bei Steam, bei Big Fish oder Deutschland spielt kaufen kann. Also es ist zurzeit in Deutschland nicht erhältlich. Vielleicht wird es überarbeitet, dass es kompatibel ist für Windows 10. Das weiß ich natürlich nicht. Falls jemand die CD haben sollte, wäre es schön, mal in die Kommentare zu schreiben, ob es auch auf Windows 10 geht. Dann brauche ich mir da nämlich keine Sorgen zu machen. Ja, ansonsten müssen wir leider, wie gesagt, erstmal mit dem Gesang der Sirene vorlieb nehmen. Und ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht anschließt an den ersten Teil. So, ich möchte aber mal hier ganz kurz noch ein bisschen leiser machen, weil mir das doch ein bisschen zu laut ist. Mit den Soundeinstellungen, also mit den Spieleinstellungen, weiß ich jetzt tatsächlich nicht so. Ja, plätschern. Ja, das ist sehr angenehm. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Wir haben eine Sammeledition. Und dazu möchte ich jetzt mal ganz kurz schauen. Nee, da will ich nicht. Auszeichnungen, da steht's noch. So, was sammeln wir denn? Kraken. Ah, Chamäleon-Papageien, sehr gut. So, dann haben wir Seepferdchen. Hier haben wir nichts. Und hier haben wir Auszeichnung. Da gucke ich mal jetzt nicht nach. Und hier haben wir, nee, geht mal weg. Okay, auch nochmal Auszeichnung. Und was haben wir hier? Erhalte alle anderen Auszeichnungen. Na gut, ich sag mal so, das Ding sollte leer bleiben. Weil ich bin es, ne? Aber egal, mir geht's nicht um die Auszeichnung. Jetzt einfach nur um die Geschichte, um ein Abenteuer. Und das erleben wir ja auch immer. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. Der Gesang der Sirene. Achso, jetzt fangen wir an. Schwierigkeitsgrad nehmen wir mal. Ja. Ja, ja. When I close my eyes at night, my last adventure flashes before them. Verdammt. I see the Caribbean Naval Museum where I work as a curator, torn apart by a giant pirate galleon. The heartbroken Captain Remington, back from the dead, seeking revenge. The dwarfish fiends guarding the chests that contain the cruel pacts. And the mysterious sea devil himself, Davy Jones. The caster of curses and tragedies. I defeated him once, but I fear that was just one of many battles. So, wir sind angekommen im Spiel. Du bist die Kuratorin des Karibischen Marinemuseums. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Ja. So, gehen wir mal ans. Good evening. I've got an urgent delivery for Miss Black, the museum curator. She has to get it tonight. Okay, Amazon ist da und bringt uns unser bestelltes Paket. Ein Kurier mit einem Eilpaket. Ich sollte ihn hereinlassen, genau. So, der ist auf dem Weg zu uns. Hier haben wir eine Zeitung karibischer Boote. Wiedereröffnung des Karibischen Marinemuseums. Es liegt mehr als ein Jahr zurück, dass Museumskuratorin Sarah Black plötzlich verschwand und auf wundersame Weise an Bord einer uralten Galeone wieder auftauchte. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Dieses einzigartige Piratenschiff ist die Hauptattraktion der neuen Ausstellung, die zeitgleich mit Miss Blacks Buchveröffentlichung von Der sonderbare Fall von Captain Henry Remington stattfindet. Okay, wir haben ein Buch geschrieben. Ja, warum auch nicht?
Hab dich lieb, Mama. Meine geliebte Tochter, ist es wirklich schon ein Jahr her, dass ich sie aus den Fängen des Captains rettete? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon länger her bei mir. So, okay, da können wir also nichts. Können wir auch nichts. Ein kleines Andenken an mein letztes Abenteuer. Ach was. So, wir haben ja Sammelobjekte. Ich empfehle all meinen Freunden ein romantisches Wochenende in Marble Creek. Ja, das hat auch Spaß gemacht. So, was haben wir denn hier? Verschlossen. Wo habe ich denn nur meinen Schlüssel gelassen? Keine Ahnung. Wir haben ja ein Tagebuch. Ach, nee. Späte Zustellung. So spät nachts hätte ich weder Besucher noch ein Paket erwartet. Ich wäre gar nicht hier, wenn ich nicht noch etwas für die bevorstehende Ausstellung zu tun hätte. Der Kurier scheint nicht verschwinden zu wollen. Also muss ich das mysteriöse Paket wohl annehmen. Was ist nur so wichtig, dass es nicht bis morgen früh warten kann? Okay, öffne das unerwartete Paket. Gut, gehen wir mal hier hin. Ach, da ist er ja schon. Amazon. Ich habe kein Trinkgeld in der Tasche. Good evening. Did I wake you up? Mm-hmm, genau. I need your help with a package of the utmost importance. I can't get to its contents without a bizarre artifact. Since you have experience with strange happenings at sea and the legend of Davy Jones, can you please open the package? I was told that you're the only one who can. Die Stimmen sind leider ein bisschen leiser und ja, natürlich hat er uns geweckt. Ich schlafe immer auf Arbeit, hallo? Zuerst einmal sollte ich das Paketband durchschneiden. Gut, schauen wir uns mal um. Hier muss ja das Schiff sein, die Original-Piraten-Galeone. Das Juwel der kommenden Ausstellung sieht toll aus. Allerdings. Sarah Black, der sonderbare Fall von Captain Henry Remington. Ach was, das ist das Buch? Die Legende von Davy Jones. Angeborene Zeichnung von Davy Jones. Viele Abenteuergeschichten stammen von einer weniger bekannten Legende über einen furchteinflößenden Piraten mit einem Hang zum Bösen. Den Namen Davy Jones sprach man nur ungern aus, um ihn nicht herbeizurufen. Der Teufel des Meeres erfüllte Wünsche, nur um gleichzeitig schreckliche Flüche auszutauschen. Laut der Legende hinterlegt jeder, der einen Pakt mit Davy schließt, einen Pfand in einer Truhe, die von einem von Davys Dienern bewacht wird. Der Pakt kann nur gebrochen werden, wenn man die Truhe öffnet, was jedoch schlimme Konsequenzen haben soll. Davy Jones' Truhen von zwergenhaften Kreaturen bewacht. Ich habe in meinem Buch die übernatürlichen Geschehnisse ausgelassen und mich an Fakten gehalten, welche die Leser glauben werden. Ja, das will man auch, Fakten in einem so spannenden Abenteuer. Okay, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Vor Jahrhunderten wurde dieser dreieckige Anhänger von dem Davy Jones, dem Teufel des Meeres, getragen. Ach was, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ist auch nicht so schlimm. Sind es hier Malerrollen? Gibt es hier irgendwie ein Sammelobjekt? Also was brauchten wir nochmal? Wir brauchten Krake, Papagei und irgendwas anderes noch. Habe ich schon wieder vergessen. Aber gut, ich sehe hier nichts davon. Dann schließen wir nochmal den Schrank auf. Und $25? Die schockierende Biografie eines furchteinflößenden Piraten, verfasst von Sarah Black. $25. Ganz schön happig. Einladung zur Ausstellung. Unerwartete Entdeckung. Karibisches Marinemuseum. Ticketpreis $5. Na Mensch. Ah ne, da waren wir gerade. Was brauche ich denn überhaupt? Piratenartefakte, die Legende von Davy Jones. Ach, die Schere wahrscheinlich. Na gut, sie verdient sich dumm und dämlich, aber gut. Ist ja auch ihr gutes Recht. She was right. The artifact is here at your place. Sie hatte recht, das Artefakt ist hier im Museum. Sie.
wer auch immer sie ist. Vielleicht die Tochter. Vertausche die Kacheln, um das Gemälde wiederherzustellen. Ja. Das, ist doch eine Kleinigkeit. Wie jemand wie mich. Naja, vielleicht doch nicht. Oh. So. Drücke auf die Scheiben, um sie entlang der Schienen in die richtigen Positionen zu verschieben. Ja, super. Okay, also der kommt schon mal nach da. Ja. Aller guten Dinge sind drei. Wähle ein Dreieck und dann eins daneben aus, um sie zu vertauschen. Okay, wir haben hier wahrscheinlich eine Meerjungfrau oder so. Dann bist du vielleicht ein Bein. Was ist denn? Warte mal, die mache ich mal dahin. Na, es sieht nicht so gut aus. Okay, das geht nicht. Oh nee. The golden octopus. Are you all right? We can't stay here. I'll take you with me. Kleiner Überfall mal wieder. We made it out. Thank goodness you're okay. Ja, ja, auf jeden Fall. There's no sense trying to maintain my cover anymore. I was sent to retrieve the Golden Octopus, a figurine of monstrous power. But I failed. After the attack on your museum, it's safe to assume it's back in the hands of Mayor Murray, which means we're all in great danger. As if the fish curse wasn't enough, we need your help. But my friend Calliope most of all. You'll meet her soon. Calliope, was für ein schöner Name. Willkommen in Kingsmouth. Okay, hier ist irgendwie eine Rebellion. Den kann ich schon mal nehmen. Um das Haus versammelt sich eine wütende Meute. Sie haben schlimme Absichten. Eine Ratte. So, etwas können wir an Wasserhahn anbringen, um Wasser zu leiten. Ach so. Quick, let's get inside. The mayor's mercenaries are already here. Oh Gottchen, wie springt. Na Mensch. Okay, er ist schon mal drin. Ich guck mal, ob wir hier Sammelobjekte finden.
Also bislang habe ich keinen Papageien oder sowas gesehen. Oh, da ist ein Fisch. Ach, warte mal. Gucken wir doch mal ins Tagebuch. So, das haben wir gelesen. Ach, das finde ich ja gut, dass das durchgestrichen ist. Treffen mit Calliope. Ich fiel in Ohnmacht, als mein Museum überfallen und der goldene Krake von einem seltsamen Angreifer gestohlen wurde. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Boot, welches von dem Kurier gesteuert wurde, der eine Art Fischmann ist. Er möchte, dass ich eine Frau namens Calliope kennenlerne. Ist das ihre Art, mich um Hilfe zu bitten? Seltsam. Ein Fischmann. Fischmann. Oder Fischer. Nee, Fischer. Fischmann. Ach, keine Ahnung. Verteidigung des Hauses. Das Haus wird von seltsamen, fischähnlichen und gewalttätigen Kreaturen belagert. Ich muss alle möglichen Eingänge versperren, bevor die Meute eindringen kann. Ja, das hätten sie wahrscheinlich vorher selber gar nicht machen können. Bevor ich die Treppe hinaufgehe, muss ich das Haus vor der wütenden Meute sichern. Und dann stellen wir doch mal den Schrank. Quick, help me barricade the windows. Hm? Genau, du den, ich den. Na gut, ich den. Ich helfe dir. Ich ziehe mit einer Hand und du drückst mich bei den Händen. Now the second one. Er ist ja so flink, so lebendig. Der Schrank ist zu schwer, um ihn ohne Hebelwirkung hochzuheben. Na denn. They're waiting for something. Or someone. We better hurry, before they storm the house. Ja. Geh mal zur Eingangstür und guck, ob die abgeschlossen ist. Oh. Diese Fischmänner sind für den Angriff verantwortlich. Ihre Uniformen weisen darauf hin, dass sie die Wachen einer mächtigen Person sind. Ach was. Die Tür kann ich nicht öffnen. Ja, das ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Okay, gibt's denn hier wenigstens jetzt ein Sammelobjekt? Also ich frag mich, warum ich hier alle übersehe. Was? Ich kann kaum durch die Barrikaden sehen. Eigenartige Fischmänner scheinen eine Kutsche zu umringen. Ach, nee. Und dann gehen wir ins Schlafzimmer. Oi, oi, oi. Oh. Ja, gut, das brennt. Oh, Tür ist aufgegangen. Gut, dann wissen wir ja auch, wozu dieses Wasserteil da ist. Und wie passend. Können wir hier erstmal Wasser holen. Müssen die nicht zumachen. Das wandert von alleine. Kommt mir gerade sehr männlich vor. Na los, mach mal hin. Ja. Verteidigung des Hauses. Gucken wir doch mal ins Tagebuch. Der Flur brennt. Ich muss das Feuer löschen, bevor es auf das ganze Haus übergreift. Ja. Haben wir schon gemacht? So. Oh, wie cool. Dieses Fischerdorf sieht aus, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Ja. So. Calliope ist eine Meerjungfrau. This must be the mysterious Calliope. She's not just a mermaid, but a siren. Ach so, sie ist eine Sirene. Woher sieht man das? Also ich kenne den Unterschied nicht. I failed to retrieve the golden octopus, but I brought her instead. She will help us, my love. Hello, Miss Black. My name is Calliope. I'm terribly sorry for the circumstances of our meeting, but you're the only one who managed to lift Davy Jones' curse before, and we really need your help. Mayor Murray is keeping me here in Kingsmouth as a prisoner, which has brought the curse on this town, and it won't be broken until Murray is stripped of my powers that he stole and I return to the sea. The golden fish tokens and the golden octopus are the keys to my freedom.
Okay, er hat sich also in eine Sirene verliebt. Hm. Oh, die no. Liebe echt ist. He's found us. Gottchen, wie er läuft. Ich finde das total süß. It's Mayor Murray and his Praetorians, the most ruthless and vicious soldiers I know. Murray will stop at nothing to get Calliope back. She's the source of his power. They won't stop now that they've found us. Oh no! He's activated the Golden Octopus! Murray is summoning... Was für ein cooler Film. Also wirklich, ich sitze hier und denke mir, Mensch, wo ist mein Popcorn? So, als der Staub sich legte, konnte ich die Lage einschätzen. Die Folgen des Krakenangriffs waren verheerend. Calliope war vom Bürgermeister Murray gefangen genommen worden. Mein Verbündeter, der Fischmann, war ohnmächtig und schwer verletzt. Es liegt an mir, seine Wunden zu versorgen und ihm das Leben zu retten. Meine Frau und der Meerjungmann. Er ist bewusstlos. Ich kann schlecht einschätzen, wie schwer verwundet er ist. Ich sollte ihm helfen. Ja, vielleicht sollten wir ihn auch einfach ins Wasser packen. Also er ist ja schon ganz blau irgendwie. Was haben wir denn? Wir haben eine Fischdublone und ein Wimmelbild. Unser erstes. Wir suchen Umrisse. Okay. Ja. 4:15 Uhr. Achso, da fehlen noch Zeiger. Die Zeiger hat er und da fehlt aber ein Juwel. Okay. Hier fehlt ein Kreuz. Ein Griff. Gut, es fehlen also lauter Sachen. Ach, guck mal, hier haben wir das Kreuz. Das ist voller Säure. Ich sollte den Ohren lieber nicht mit bloßen Händen herausfischen. Ich frage mich immer mit der Säure, die schmeißen alles rein. Warum löst sich das nicht auf? Oh, ein Griff. Achso, da fehlt was. Aber wir haben einen Zerstäuber. Was? Nun kann ich den Schrank mit einem weichen Tuch putzen. Einem weichen Mikrofaser. So, was haben wir denn hier? Ein Teil des Schachbretts fehlt. Na denn. Können die austauschen? Nee. Okay, wir haben eine goldene Zange, die sieht echt schön aus. Ja, das fasse ich jetzt mal. Das bisschen Säure ist jetzt nicht so schlimm. Okay, 4:15 Uhr war die Uhrzeit. Wie viel? Ja, doch. Okay.
So, dann können wir doch jetzt erstmal den Verbandskasten aufmachen. Riechsalz. Oh, eine Spritze haben, ein paar Tabletten? Nee, nur Riechsalz. Na, dann riech mal. Können Fische eigentlich riechen? Das wäre auch noch eine Frage. That damn beast hit me hard. I'm badly wounded. If I don't get treated soon... Listen, no matter what happens to me, you have to find and open Davy Jones's chest to lift the fish curse. Take my map of Kingsmouth. It'll help you track down the mayor. Promise me you'll save Calliope. Aber natürlich. Dankeschön für die Karte. Ja, Junge. Und wir sind hier an der Badewanne. Please, find some gauze and bandage my wounds. Ja. Ja gut, die Hände sehen jetzt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber vielleicht sieht man so aus, wenn man Fisch ist. Das Siegel am Schloss besteht aus zwei Hälften, aber eine davon fehlt. Können wir denn hier irgendwas machen? Ja, wir können uns eine Axt suchen. Die arme Calliope ist in dieser wassergefüllten Kutsche gefangen. Ich muss hinunter und versuchen, sie zu befreien. Eine wassergefüllte Kutsche, wie cool ist das denn bitte? Achso, nee, da waren wir gerade. Ja, bleib liegen, Fischmann. Schwimm bloß nicht weg. Okay, wir haben ein Seil. Mit bloßen Händen kann ich die Balken nicht entfernen. Da hilft wohl nur hohe Gewalt. War mal gut, dass ich ein Bein habe. So, ab zur Eingangstür. Oh Gott, wie cool. Rettung der Sirene. Vielleicht kann ich die Balken an der Kutsche festbinden. Ja. Ja, weg ist sie, die Gute, mit ihrer Kutsche. Das ist natürlich ein bisschen doof. Gucken wir mal, ob wir ihm noch irgendwie helfen können. Und ich frage mich echt, warum kriege ich keine Sammelobjekte? Aber wir haben eine Karte, das ist schon mal sehr schön. Was sagt denn das Tagebuch? Während des Angriffs des Kraken hat der Bürgermeister Calliope entführt. Wahrscheinlich will er sie in seinem Leuchtturm über den Dorf einsperren. Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Ich muss der Spur der Elitetruppe des Bürgermeisters, den Prätorianern, folgen und herausfinden, wo die Sirene gefangen gehalten wird. Ja, hier Begriffe. Okay. Ja, das tut mir leid, Fischmann. Ich habe irgendwie nichts für dich. Find some gauze and bandage my wounds. Ja, ich suche ja schon. Was soll ich machen? Ich habe nur ein Fischduplone. Who are you? Are you the one making such a racket? You don't smell like the mayor or any of his goons or anyone from Kingsmouth at all. You probably got lost. Real lost. Pretty little town, isn't it? I'm glad I'm blind, so I won't have to witness the demise of Kingsmouth. You see, there was a time when we were just ordinary folk, not hideous fishmen. I'd drink to those times, but I'm short on rum. Can you procure a bottle for a blind man? Tja, er ist ja mal positiv. Ich meine, er ist froh, dass er blind ist, damit er den Untergang des Dörfchens nicht sieht. Also das ist nämlich mal eine gute Einstellung. Und natürlich werden wir ihm erstmal eine Flasche Rum besorgen. Die Angelschnur hat sich um eine Art Mechanismus gewickelt. Gut, wir haben nichts weiter. Was steht denn hier im Buch? In die Spelunke gelangt. Zu so später Stunde hat nur noch die hiesige Spelunke geöffnet.
aber ich komme erst hinein, wenn ich dem Blinden eine Buddel voll rumbringe. Dieser alte Seebär scheint meiner Sache zugetan. Vielleicht gibt er mir ein paar Informationen, wenn ich seine Zunge lockere. Wir könnten sie... Nein, das machen wir nicht mit einer Zange. Okay, gut. Also, rumsuchen, Verband suchen, Calliope suchen. Wir haben also viel zu tun beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, freue mich dann auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.